Hallo ihr Lieben. Nach dem unglaublichen Vortrag von Marc, ich glaube, da ist es für uns alle unglaublich schwer, da wieder irgendwie mit klarzukommen, so wie er das selber gesagt hat, dass er mit der Normalität hier nicht mehr klarkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zwar immer geahnt, aber ich dachte, ich hätte noch Zeit. Nicht andere Menschen zu quälen und ihnen zu sagen, wisst ihr eigentlich, was hier los ist? Ich dachte, ich hätte noch Zeit, meinem Arbeitsumfeld, meinen Kollegen oder irgendwem schon beizubringen, meiner Familie. Ich dachte, ich hätte noch Zeit und ich habe gedacht, vielleicht sehen wir das alle zu eng. Ich dachte, ich hätte noch Zeit, dass die vielleicht Frau Merkel irgendwie nur auf dem falschen Dampfer ist, aber wie kann ich denken, dass ich Zeit habe, wenn diese Leute morgens aufstehen? Wie stehen die auf? Was denken die morgens? Sind wir gar nicht mehr da? Sind die Menschen in der Ukraine, in Donbass, die Kinder dort gar nicht da? Ich habe das Gefühl, die sind ganz woanders, diese Menschen. Die stehen wahrscheinlich vor irgendeiner Karte und verschieben da irgendwas, wo wir schon gar nicht mehr drauf sind. Die haben uns schon abgeschrieben. Und wenn das so ist, wie ich das jetzt meine, dann kann ich ja nur sagen, ja, wie wollen die uns denn dann loswerden? Wie fliegen Dreck? Und dann bringen die noch diese Menschen noch so grausam um? So grausam? Was sind denn das? Wo kommen denn diese Verbrecher her? Das ist doch kein Puff-Peng mehr. Das ist doch Sadismus. Wo kommen die her? Wo haben die das geübt? Wo haben die das gelernt? Das ist so unfassbar. Die stehen morgens auch auf und ziehen sich an und gehen dann los und kreuzigen Kinder. Was sind denn das? Sind das überhaupt Menschen? Stimmt das vielleicht, dass wir schon unterwandert sind? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch gegen alles, was ich mir noch nicht mal karikaturmäßig noch ansehen würde. Und das lebt auf unserem Planeten und wir kuschen dem. Und das Perfide ist, dass es uns anerzogen wurde, die da oben, die sind für uns unerreichbar. Und wir da unten, wir können nichts tun, das denkt im Übrigen die halbe Menschheit. Und dann müssen es immer so kleine Helden geben, die dann große Helden sind, die Journalisten sind oder die in irgendeiner Form eine Möglichkeit haben, da wieder rauszukommen, um das zu erzählen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das meiner Familie heute Abend erzählen würde, würden die sagen, sieh mal zu, dass du wegkommst. Was erzählst du mir da? Das glaube ich ja im Leben nicht. Bist du krank? Bist du irre im Kopf? Willst du deine Arbeit verlieren? Ja. Am liebsten würde ich sagen, ich hau echt in den Sack und stelle mich irgendwo hin, überall, wie die Menschen mit dem Wachturm. Vielleicht habe ich da auch schon nicht mehr zugehört. Ich weiß es nicht. Es ist alles so unfassbar. Und jetzt bin ich 56, bin das seit 27 Wochen auf den Mahnwachen, weil meine Mama mir erzählt hat, ihr werdet nochmal auf die Straße gehen, es wird nochmal kommen. Es wird euch nochmal genauso gehen. Aber wir durften damals nicht sagen, weil wir hatten noch größere Angst wie ihr. Aber ihr müsst es jetzt tun, für uns. Ihr dürft die Geschichte nicht wiederholen lassen. Ich werde jetzt ganz furchtbar nachdenklich nach Hause gehen, aber ich werde alles Mögliche machen, um mich zu überwinden, diese Information weiterzutragen. Vor allen Dingen das Video von YouTube. Er ist auch finanziell zu unterstützen. Das sollten wir mal, ich werde es teilen, überall, wo ich kann, auf Twitter und überall. Und dann sollten wir zusehen, dass uns diese Quelle nicht versiegt wird, auch wenn es unsagbar schwer ist und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man heute Abend damit noch klarkommen soll. Wir werden es auch nochmal auf unserer Webseite teilen, wo man Marc noch unterstützen kann. Einfach unter mahnwache-braunschweig.de. Wer möchte, dann schauen. Also ich denke mal, dass wir das morgen dann drin haben. Und ja, bitte unterstützt den Marc, wo ihr könnt.